Wird es uns heute den Sieg kosten oder kommen wir mit einem blauen Auge davon? Wir haben nämlich die Waffe heute gewechselt bei Splatoon S und spielen den Dynaroller Metallic. Ganz einfach. Ich wollte mal einen Roller machen und ich wollte halt ein bisschen schneller unterwegs sein. Deshalb habe ich jetzt auch zwei Speedies. Und ich will halt ein bisschen im Hinterhalt agieren. Und ab und zu so ein paar Leute abmurksen. Funktioniert natürlich nur, wenn das Team richtig mitspielt. Aber dürfte eigentlich der Fall sein. Fähigkeit lade ich natürlich auch ganz gerne sehr schnell auf, damit ich halt auch schnell Heulbojen kommen, dann, um die Gegner ein bisschen einzusperren. Ja, klappt momentan nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, da ist einer. Und ist down. Okay, erster tot. Ist gut. Sniper. Und wieder down. Ganzes Team. Fast das ganze Team getötet. Ich habe Triple Kill hingekriegt. Das ist natürlich gut. Ja, der andere sitzt noch auf der anderen Seite und ist ein Genosse. Der spielt nämlich auch einen Roller, glaub ich. Ja, down. Ich hab den da oben gekriegt. Hä? Hat der so stark gelaggt? Oder was war das jetzt? Oder kommt eine blaues Tinferno. Ein blaues Tinferno kommt. Und da ist dieser Dreckskerl hochgekommen. Dann werde ich mal da mich hinstellen. Weil von hier hat man ja auch eine ganz gute Sicht auf das Schlachtfeld. Und der Zähler läuft und läuft, meine Freunde. Es geht eigentlich flott. Also die Führung ist drin. Tactics geht auf. Geil. So, Abspeschen des Tinfernos. Das muss sein. Und wir haben die Führung. Super. Jetzt noch halten. Und dann sehe ich da keine Probleme. Ich hab's gewechselt wegen dem Camp-Schützenfisch, ne? Weil da ist halt Weite. Wirklich. Vom Wort von Vorteil. Und jetzt eine schöne Schräge. So. Wir haben. Ja! Einer getötet. Andere ziehen sich zurück. Und der Counter läuft. Und sie können es vermutlich nicht verhindern. Sie können es tatsächlich nicht verhindern. Wir haben den ersten Sieg in der Tasche. Gibt natürlich wieder Pluspunkte auf unser Konto. Und so muss das sein. Ja. Super. Gerade mal 2 Minuten sind um. Ist das nicht schön? Ich denke schon. 64. Wir sind fast am A-Plus-Rang. Richtig geil. Na dann mal los. Auf zur nächsten Schlacht. Und wieder die DK-Bahnstation. Das ist doch geil. Na, dann geht's los. So, wir sind Team Lila. Und wir spielen gegen das grüne Team. Die haben jede Menge Waffen. Und einen Luna-Blaster. Ja. Dann haben wir den Team... Okay, wir haben diesen Gengar China. Oder wie er hier heißt. Und das ist eigentlich gut. Ich denke, der kann was. Ist ein A-Plus-Spieler, aber... Es gibt natürlich ein paar A-Plus-Spieler hier auf der Map. So, wir haben gleich mal die Führung gekriegt. Wie schnell ist das denn gegangen? Wer war das denn? So, das ging ja richtig flott und es hält an. Es hält an, meine Freunde. Okay, jetzt kommt ein kleiner Spam. Das wird uns vermutlich eine Strafzeit einbringen, ja. Aber Führung, nee, ist nicht drin. Warte, Heulboje. So, spenden wir ein bisschen ein. Frage ist halt, gehe ich rüber oder bleibe ich hier? Muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie er lieber spielt. Oh mein Gott, den noch. Ja. Und den da. Ah, ich wusste, wo ich bin. Ja gut, er hat am Fadenkreuz das bemerkt. Ne? Das ist wieder so ein Ninja-Japaner, der Reflexe wie was bei sich hat. Allerdings habe ich 2 mit in den Tod gerissen und das hat unserem Team Pluspunkte beschert. Die Herrschaft geht weiter. Ah, es ist doch eine gute Punktabsahne. Oh, er hat mich nicht gekriegt. Er hat aber meinen Partner mit in den Tod gerissen. Wo kommt er jetzt? Wo ist er? Ist er jetzt denn? Ja, er ist da, aber ich krieg den irgendwie nicht down. Geil.
So, ich brauch Tinte, Leute. Steh da und fummel mit meinem Pinsel rum und hab überhaupt keine Tinte. Das ist nicht gut. So, Holboje, komm. Ah, komm schon. Geht doch. So, da hinten sitzen sehr viele, glaub ich. Und hier unten sitzt noch einer. Bams. Was? Okay, ich habe ihn trotzdem gekriegt mit 2 Treffer halt. Und da kommt der Blaster entgegen und nimmt mich in die Tod. Aber wenn jetzt nichts schief läuft, dann haben wir immerhin die Strafzeit gut überlebt. Wir haben noch 12 Sekunden. Das ist in Ordnung. So, ich hau eine Maus rein. Das lenkt auch ein bisschen ab. Und ich glaub... Nein, jetzt bin ich tot. Das war dumm. Okay. Wenn mich nicht direkt kriegt, unsere Strafzeit ist zwar wieder gestiegen. Nein! Okay. Holboje noch. Ja, immerhin habe ich den Tintin-Titan aufgehalten. Immer positiv denken. Das ist aber nicht gut. Wenn der Zähler läuft, das geht ja gar nicht. Aber das Team schlägt sich wirklich gut. Also, Respekt. Es läuft und läuft. Und das ist gut. So, gehen wir ablenken. Eine ganz schnelle Waffe. Dieses Bambusrohr. Aber eine Waffe, die man meistern muss. Wow. Und weg mit dir. Ah, ja, der General ist langsam. Aber wir haben 2 Stück gekillt. Und je mehr Kills, desto besser, ne? So drängen wir halt die Gegner gut zurück und wir können uns ja relativ schnell in die Zone bewegen. Okay, ich dachte jetzt würde ich sterben, aber es gibt keinen Freitod. Und du bist down, Bams. Hat natürlich auch keine Angriffskraft, die da Bambus, ne. Da muss man ein bisschen häufiger zuschlagen. So, jetzt noch ein bisschen überleben, dass die Zeit halt abläuft. Ja, wir haben wieder eine mächtige Strafzeit. Das heißt, wir müssen, denke ich, eher bis zum Schluss durchhalten als... Ah nee, das ist der falsche. Als kämpfen. Okay, der ist down. Das war der Blaster, ne? Ja, genau. Na, dann kommt, Leute. Angriff. Lasst euch nicht zurückdrängen. Dann können wir das schaffen. Kommt noch... Ja, super. Tinferno. Immer geil. Zwingt die Gegner natürlich auch immer wieder zurück. Das war ein geiler Kill. Sofort aus der Zone wieder raus, weil, ja, ich bin sehr langsam. Damit ein leichtes Ziel für schnelle Waffen und allgemein fast jeden. Es gibt auf dem ganzen Feld keinen zweiten Dünnerroller, dem ich es aufnehmen könnte, was die Schnelligkeit angeht. Ah, von der Seite? Nee. Also, wir schaffen es, aber ja, kein Finish-Move. Obwohl, jetzt wird es nochmal eng, aber ich denke, wir haben ja auch die Rakete, die stoppt es schon rechtzeitig. Ja, da ist schon Hand gehalten. Jetzt noch die Zone einnehmen. Ja, funktioniert nicht so gut. Doch, da kommt die Rakete. Ja, dann bleibe ich hier im Hintergrund und spritze ein bisschen rum. So, easy. Geil, 2 Partien gewonnen. Das ist natürlich gut. Das heißt, immerhin haben wir schon mal Plus gemacht. Wenn wir jetzt einmal verlieren, dann ist das halt so. Natürlich werde ich mein Bestes geben. Aber ja, so ist das natürlich eine ziemlich coole Ausbeute. Und die KD stimmt auch. Wunderbar. 76. Ah, 76. Nice. Ja gut, dann gambeln wir noch ein bisschen und sagen, dass der dünne Roller weiterhin funktioniert. Ja, und wir gehen aufs nächste Match. Und diesmal kommen wir am Kampfschützenfisch nicht voll bei. Es geht jetzt in diese Schlacht. Ich hoffe, dass wir sie irgendwie schaffen. Ich werde gleich mal eine Maus rausnehmen und ein Blaster ist schon mal unser Feind. Das ist natürlich nicht so geil. Aber können wir auch wieder nicht ändern. So, wir sind sehr schnell an unserem Ziel. Ich versuche gleich mal den Blaster auszuschalten. Hab's nicht geschafft, er hat mich gekriegt. Ja, das war halt Risiko, musste man eingehen. Dennoch ist der Blaster ausgeschaltet worden von irgendwem anders. Ja, warum nicht, ne?
So, und jetzt werde ich halt ein bisschen defensiver spielen. Oh Gott, und ran voll ins Inferno rein. Ja, gut Job. Richtig gut gemacht. So, natürlich. So funktioniert das. 1A. Oh Gott. Ah, lol. Habt ihr das gesehen? Das wollte ich mal bezwecken. Er ist der Mine nachgesprungen, weil er dachte, ich sei direkt an der Mine dran. Aber ich habe die andere Spur gewählt, mein Freund. Und so konnte ich dem Tintetitan wenigstens ausweichen. So, was kommt jetzt auf uns zu? Welche Waffe ist das? Ein Ansapper, oder? Sieht jedenfalls danach aus. Oder was war das? Ja, ich habe ihn... Ja, Blast ist down. Das hat er vermutlich nicht erwartet. So, jetzt spritzen wir da, machen da die Straße ein bisschen zu, hier ein bisschen zu. Und jetzt wird es Zeit für eine Heulboje. Und die setze ich dann so dreckig wie im letzten Part Richtung Spawn. Oh Gott, da kommt, ja, und Inferno. Und jetzt kriegt ihr aufs Maul. Okay, ich ziehe natürlich niemanden mit in den Tod. Das ist natürlich auch nicht so geil, aber interessiert uns momentan nicht. Obwohl, jetzt haben wir eine Strafzeit, was nicht so gut ist, aber wir haben bereits einen blauen Typ auf der gegnerischen Seite. Und jetzt werden sie hier abgemurkst. Nice. Da kommt jemand hoch. Zack, Mine. Ja, ich leg mich nicht mit Tintentitanen an, das könnt ihr vergessen. Ja, ich hab ihn gekriegt, ohne zu springen. Nice, die Maus hat ihn erledigt. Das ist natürlich gut. Luna Blaster, nee, nicht Luna Blaster, aber Blaster. Oh, Leute, das ist geil, das ist geil. So wie ich gerade spiele, ist das wirklich heftig. Schöne Reflexe. So, jetzt zurückziehen und... Ja, Vollboy raus. Bringt allerdings nicht sehr viel, keine Ahnung. Ja, der Blast hat gelernt und bleibt schön auf seiner Seite, ne? Wir haben noch immer die Führung. Von daher, solange das so bleibt, sehe ich da keine Probleme. Ich versuche natürlich nicht zu sterben und renne in den Tod rein, ne? So kennt man das ja. So wie es sein muss. So, da steht jemand. Oh Gott. Ah, da kommt ein Ballon geflogen. Oh nee, jetzt bin ich down, ja. Wo sind die anderen? Das frage ich mich gerade. Die Gegner stehen alle auf ihrer Seite, ne? Nee, hier vorne ist einer. Und warte mal, warte mal. Kommt er raus? Kommt er raus? Ne, er kommt nicht raus. Aber wir haben wieder die Herrschaft. Oh meine Fresse, sind die gut. Was haben wir denn da wieder? Ein OP-Team. Ah, ist das down? Okay, getötet. Nice. Rückendeckung. Ja, wir kommen aber von vorne, ne? Rückendeckung bringt da nichts. Und nochmal schön eine Heulboje. Diesmal an den Spawn. Ja, so weit das geht. Und down. Nice. Also, die KD muss ja richtig gewesen sein. Was bin ich? Dreimal gestorben? Ich glaube schon, ne? Ich kann mich jedenfalls nicht an mehr als dreimal erinnern. Kann auch zweimal sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber unter drei ist es schon, denke ich. Das war doch wieder mal ein guter Part. Daumen hoch, wenn euch das passt. Und dann sehen wir uns bei einer nächsten Folge Splatoon erst wieder. Euer KDKD, ja. Siebenmal getötet und dreimal gestorben. Richtig geil, wenn wir im nächsten Part etwa A+. Ja, das werden wir sehen. Ich freue mich auf euch, ich hoffe ihr auch auf mich und bis dann, tschüss.